Am Wort ist jetzt der Herr Abgeordnete Anton Heinzl. Bitte, Herr Abgeordneter. Dankeschön, Herr Präsident, Frau Bundesministerin, Herr Bundesminister, Hohes Haus. Österreich und insbesondere die Bundeshauptstadt Wien hat sich im letzten halben Jahr sehr erfolgreich als Austragungsort hochrangig besetzter internationaler Konferenzen und Friedensverhandlungen etablieren können. Am 14. Juli, wie Sie wissen, wurde in Wien der historische Pakt zum iranischen Atomprogramm unterzeichnet, womit die fast 30 Jahre dauernde Eiszeit zwischen dem Iran und der USA und ihren Verbündeten überwunden werden konnte. Seit Ende Oktober laufen internationale Gespräche, die einen friedlichen Ausweg aus dem Bürgerkrieg in Syrien finden sollen. Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren, wie ernst die Gefahr ist, dass der Krieg dort zu einem großen internationalen Konflikt wird, hat sich ja, wie Sie wissen, heute Morgen gezeigt, dass die Türkei einen russischen Kampfjet abgeschossen haben, der Einsätze in Syrien flog. Und gerade dieses Beispiel zeigt eine aktive Außenpolitik, die auf diplomatischen Lösungen von der Krise setzt. Das ist das Gebot der Stunde. Dafür brauchen wir die UNO. Friedenserhaltende Maßnahmen, das sind eben die Kernkompetenz der UNO und ihren Organisationen. Und sehr geehrte Außenminister, ich hoffe, dass die Kürzungen im Budget ersichtlich von ca. 15 Millionen bei den Beiträgen zu internationalen Organisationen dieses Ziel nicht gefährden. Wir brauchen eine UNO-Friedenstruppe für Syrien und nicht die Muskelspiele einzelner Staaten, die in der Region ihre eigenen Interessen verfolgen. Ich bin darum sehr froh, dass unser Verteidigungsminister Klug deutlich sich ausgesprochen hat für eine Fortsetzung der Beteiligung an der UNO-Mission in Mali, um dort vor Ort für Stabilität und Sicherheit zu sorgen. Denn nur eine Lösung vor Ort kann auf Dauer auch die Fragen der Flüchtlinge klären. Das gilt für Mali ebenso als wie auch für Syrien.